recht herzlich willkommen zum neuen Video. Habt ihr lange von mir nichts gehört. Ich habe es echt nicht geschafft, ans Wasser zu kommen. Es war ja auch super warm gewesen. Und wie ihr seht, ist hier schon ordentlich Action auf der Matte. Der erste schöne Fisch ist eingestiegen. Wunderschöner Spiegelkarpfen, super. Ja. So kann es weitergehen, würde ich mal sagen. Ja, nochmal recht herzlich willkommen. Wie ihr sehen konntet, haben wir schon den ersten schönen Spiegler verhaftet. Ich will jetzt gleich noch ein bisschen füttern. Und zwar sieht meine Futterstrategie hier ein bisschen anders aus. Ich habe mir wieder mal ein bisschen Mühe gemacht und ordentlich Mais gekocht. Schön weich. Mit Zucker und Vanillezucker dran. Sieht auch ordentlich pumpig aus, wenn man das sieht. Und da gebe ich jetzt noch ein bisschen Partikelmix dazu. Das ist hier jetzt von Dynamite Baits. Eigentlich nichts Besonderes, sollte jeder hier auf Kampfmangel halt eigentlich kennen. Und das gebe ich jetzt einfach dazu. Und dann kommt das Ganze an den Spot. Jetzt wird es natürlich wieder nicht raus. Das ist natürlich wunderbar. So. Und hier wieder recht ufernah, schön an der Schilfkante, so dass ich den Spot vom Ufer aus füttern kann mit der Wurfkelle. Die Stelle ist auch wieder schön abfallend. Eine Rute habe ich bei einem 1,50 Meter platziert, die andere bei 3,20 Meter. Ich war schon mit einem Echolot gewesen, habe mir die Kante da angeguckt. Und ja, alles vielversprechend aus, dass die Strategie aufgeht. Also hoffe ich mal, dass noch was geht. Dazu werde ich jetzt gleich noch ein paar Boilies reinmachen. Auch nichts Besonderes. Noch ein paar alte Black Label Bites Boilies, ein paar Tutti Frutti. Und dann geht das ab ins Wasser. Der zweite schöne Fisch ist eingestiegen, schön in der Mittagssonne, angenehm 30 Grad, schöner Spiegler. Hat sich jetzt ein Tutti Frutti Pop-Up reingezogen. Wie ihr gesehen habt, läuft es recht gut. Konnten schon ein paar schöne Fische fangen. Trotz der Affenhitze, die hier herrscht. Hier 33, 34 Grad, ordentlich Sonne, kaum Schatten. Deswegen sind wir jetzt noch nicht wirklich zum Filmen gekommen. Jetzt kommt gleich mal ein bisschen Wind. Wird mal echt ein bisschen angenehm. Und ja, ich habe mir wieder eine schöne Kante ausgesucht, direkt am Schilf. Eine Rute bei 1,20 Meter platziert, 1,50 Meter. Die andere ist bei 3 Meter, 3,50 Meter ungefähr. Der Untergrund ist ein bisschen schlammiger. Deswegen setze ich hier auf Pop-Ups. Schön knallige Farben. Fruchtig natürlich. Und ich sag mal, die Strategie geht auf. Jetzt möchte ich noch ein bisschen mit dem PVA hier arbeiten. Und zwar mache ich da dann noch ein paar alte, ihr seht ja an der Tüte schon, ein paar alte Proline-Boilies. Das hier jetzt, glaube ich, Mango oder sowas. Die werde ich klein machen, werde die hier reinfüllen und hat man hier so einen Stopper, stopft das nach
und knotet das zu, schneidet es ab und hängt an Haken. Das Ganze löst sich dann auf und habe so direkt Futter an meinem Hakenköder noch platziert. Ja, guten Morgen. Wir sind so fleißig am Zusammenpacken. Ging nicht mehr viel. Noch E2 Brassen hatten wir. Das war es aber auch. In diesem Sinne würde ich mal sagen, räumen wir das hier alles schnell zusammen, bevor die Sonne ordentlich drückt. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Wenn das Video gefallen hat, Träumchen wäre ein Träumchen. Lasst ein Abo da.